Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine junge Frau geht am Wochenende aus. Sie möchte sich amüsieren, sie möchte Spaß haben. Leider findet sich diese junge Frau am nächsten Tag auf einer Parkbank wieder, ohne jede Erinnerung daran, was geschehen sein könnte. Und allein die Tatsache, sich an einem Ort wiederzufinden, von dem man nicht weiß, wie man dorthin gelangt ist, ist schrecklich. Aber noch viel schrecklicher ist die Erkenntnis oder muss die Erkenntnis sein, dass man auch keine Erinnerung daran hat, was passiert sein könnte. Und der Verdacht aufkeimt, man könnte vielleicht Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Und leider ist das kein Einzelfall, denn immer wieder werden Frauen mit sogenannten K.O.-Tropfen betäubt und im Anschluss Opfer von Vergewaltigung. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass zwei katholische Krankenhäuser in Köln eine junge Frau abgewiesen haben, die Opfer einer Vergewaltigung geworden ist. Begründet wurde diese Ablehnung mit einer vollumfänglichen Behandlung damit, dass im Rahmen eines Beratungsgesprächs auf die Pille danach hingewiesen werden müsse und dies stünde im Widerspruch zu den moralischen Leitlinien des Krankenhausträgers. Mittlerweile, und das ist gut und das ist richtig so, haben sich die Kliniken und die Klinikträger öffentlich bei der jungen Frau entschuldigt und erklärt, dass keine vergewaltigte Frau in Krankenhäusern abgewiesen werde. Der Träger räumt aber auch ein, und das gilt es natürlich noch weiter aufzuklären, dass die im November 2012 erstellte ethische Stellungnahme zur Notfallkontrazeption bei Patientinnen, die vermutlich Opfer eines Sexualdelikts geworden sind, die den Ärztinnen und Ärzten Sicherheit bei ethischen Fragestellungen geben soll, wohl noch nicht alle Bereiche durchdrungen hätte. Aus meiner Sicht wäre es richtig gewesen, darauf zu achten, dass von Beginn an die Ärztinnen und Ärzte dort Handlungssicherheit bekommen. Diese Stellungnahme stellt Fürsorge und Autonomie als zentrale Aspekte in den Mittelpunkt ihres Handlungsleitfadens. Dazu gehört auch, dass Frauen durch Beratung in die Lage versetzt werden müssen, selbst zu entscheiden, ob sie die Pille danach wollen. Der Träger ist nun aufgefordert, dem eigenen Anspruch, der formuliert wird mit dem Anspruch an Autonomie, auch tatsächlich gerecht zu werden. Entscheidet eine Frau sich dafür, muss sie zumindest kompetent und unbürokratisch weitervermittelt werden, wenn es denn immer noch gegen die moraltheologischen Grundsätze verstößt, einer Frau in einer solchen Notlage auch an einem katholischen Krankenhaus die Pille danach zu verschreiben. Doch in diesem konkreten Fall ging es nicht einmal mehr um die Frage der Notfallkontrazeption. Die Notfallärztin hatte der jungen Frau bereits die Pille danach verschrieben. Das Krankenhaus sollte lediglich eine Untersuchung zur Beweissicherung durchführen. Und warum dies nicht geschehen ist und die Frau abgewiesen wurde, gilt es selbstverständlich zu klären. Das Gesundheitsministerium hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls mit der Klärung des Sachverhalts begonnen. Das eingeleitete Prüfverfahren kann zu diesem Zeitpunkt aber aufgrund der Notwendigkeit, den Sachverhalt auch umfassend zu prüfen und zu beleuchten, noch nicht abgeschlossen sein. Meine Damen und Herren, und das sollten wir nicht vergessen an dieser Stelle, im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eine Frau, die sich in einer absoluten Krisensituation befunden hat. Oberste Priorität müssen in solchen Fällen der Opferschutz und die umfängliche medizinische sowie psychologische Betreuung der Frauen haben. Keinesfalls dürfen religiöse Erwägungen über das Wohl des Opfers oder über die Möglichkeit der Strafverfolgung gestellt werden. Und daran sollten wir uns auch in der Debatte erinnern. Zentral ist in diesem Zusammenhang auch die flächendeckende Ermöglichung der gerichtsverwertbaren Beweissicherung, auch auf dem Wege der anonymen Spurensicherung. Denn oftmals ist das Erlebte für die Frauen so traumatisierend, dass sie die Entscheidung, ob sie Anzeige erstatten wollen, eben erst später treffen können. Für betroffene Frauen muss es verlässliche Verfahrenswege geben, wo sie Hilfe und Unterstützung finden. Es ist Frauen, die Opfer von Vergewaltigung geworden sind, schlicht nicht zuzumuten, zum Spielball unterschiedlicher Moralvorstellungen zu werden. Eine umfassende Versorgung sowie eine vollständige Beratung inklusive der Aufklärung über die Pille danach müssen unabhängig von moraltheologischen Erwägungen überall in NRW gewährleistet sein. Und Herr Lammler, noch einen kurzen Satz zu Ihrer letzten Einlassung. Wir hätten das ja alles nur aus Parteitaktiererei gemacht und sonst hätten wir ja Ihrem Antrag auch zustimmen können. Großen Teilen Ihres Antrags kann ich auch zustimmen. Ich bin Ihnen auch dankbar für die Initiative. Nichtsdestotrotz müssen wir doch feststellen, dass wir in der Sache uns einig sind. Aber der Vorwurf von Ihnen, dass wir das aus parteitaktischer Erwägung heraus machen, finde ich, wird dem Thema nicht gerecht und wird den Frauen an der Stelle auch nicht gerecht. Denn wenn Sie unseren Antrag lesen und wenn Sie unseren Beschlusspunkten folgen, dann werden Sie doch sehen, dass wir für einen umfassenden Opferschutz und für einen umfassenden Schutz der Frauen an dieser Stelle eintreten. Und ich finde, das ist an dieser Stelle keine Parteientaktiererei, sondern eine gerechte und sachgerechte Umgehensweise mit dieser Thematik. Vielen Dank.